Herzlich willkommen zum Match Nummer 2 des heutigen Tages. Cloud9 gegen Epsilon im zweiten Spiel aus Gruppe A. Können wir ganz kurz noch reinschauen in den Turnierbaum für alle, die es selber noch nicht gemacht haben bei uns auf der Page. Hier sind wir bei Case King of the Hill, King of Kings. Und da sind wir im zweiten Spiel. Das erste Spiel war NiP gegen Planet Key, 16:5. Die Deutschen da deutlich unterlegen, können sich aber im Lower Bracket Finale morgen nochmal behaupten. Auch das werde ich für euch übertragen, so es denn das fliegende Spaghetti-Monster im Himmel möchte. C9 gegen den Epsilon, Cloud9 gegen die Franzosen von Epsilon Esports. Und da gucken wir mal kurz ins Lineup rein. Nothing, Sean Gears, Hiko, Sempis und Shroud, die ja im Bootcamp sitzen. Und das könnte richtig interessant werden. Ich erwarte von ihnen großes, großes Aiming. Und wir bereiten uns vor, da geht es gleich in die Knife Round. Ich will nochmal kurz durchs Lineup gehen. Bei Epsilon, GMX, SF, Scream, Uzi und Beast to Fly. Beast to Fly vielleicht dem einen oder anderen aus der Source-Szene noch einen Begriff. Ich würde noch meinen Coin auf Cloud9 setzen. Ich denke, dass die Amerikaner hier ordentlich was zeigen sollten. Aber Beast to Fly ein sehr, sehr starker Spieler gewesen damals. Ich weiß nicht, ob er heute noch so in Form ist und in Go sich so eingespielt hat. Ich habe ihn bisher noch nicht aktiv gesehen. Und das hier ist die Knife Round zwischen den beiden Teams. Inferno wird gespielt. Und Cloud9 darf sich die Seite aussuchen. Ich denke mal, sie werden als CT anfangen. Das würde mich jetzt auf jeden Fall nicht überraschen. Parallel zu diesen Matches läuft bei meinen Kollegen, beim Knochen und bei Herke, die EPS Winter Gruppe B. Könnt ihr natürlich auf der Page nachschauen, euch über die Ergebnisse informieren bei uns auf 99damage.de. Und da findet ihr natürlich auch die Links zu den anderen Streams. So, wir gehen in die First Round. Oder auch nicht. Stop wurde gecallt von Epsilon. Also viel dazu. Zu früh gefreut. Neuer Versuch, neues Glück, ab in die First Round. Und Sean Gears schnappt sich Frag Nummer 1. Ansonsten alle mit ihren normalen Nicks soweit auf dem Server. Schon jetzt kann man erkennen, hat sich allerdings ein kleines bisschen ausgetobt auf der Tastatur. Nothing ist gefragt. Schönes Backup von Sam, es kommt aber nur ein Frag setzen und jetzt sind sie lang durch. Hiko kommt seinem Mate da zur Hilfe. Unter Druck geraten. 1:0 für Cloud9. Das war eine Chaos-Runde. Also auch die Franzosen da nicht unbedingt mit viel Schmackes durchgepusht. Wollten die Frags nicht so richtig sitzen. Er ist hier sehr offensiv mit der Pumpgun, möchte sein Portemonnaie ordentlich aufbessern. Frag Nummer 1 wird ihm nicht gegönnt. 98 Damage, aber immerhin $1.800.
Und Scream kommt durch Richtung Spot. 2 gegen 2 Situation. Die Franzosen, wie immer, heiß gefährlich. Heiß ungefährlich, hochgefährlich. Mit den Pistolen, vor allem mit der CZ natürlich. Und Gimmicks mit der geklauten Farmers. 1 gegen 2 Situation, nothing. Der ja doch so lange immer als Talent galt bei den Amerikanern. Und da läuft er ins Kreuzfeuer rein. 1 zu 1. Epsilon holt sich Runde Nummer 2. Und das ist natürlich das Worst-Case-Szenario für die Jungs von Cloud9. Ja, heiß und gefährlich, heiß und fettig, brandgefährlich, wie auch immer. Wir mixen alles zusammen. Ich habe eine Ausrede. Ich habe heute meinen Kopf gestoßen. Und zwar richtig ordentlich. Erstmal die Vögel zwitschern hören. Ist bestimmt mein Sprachzentrum dabei kaputt gegangen. Nicht, dass das je funktioniert hätte. Eine Minute. Die Jungs von Epsilon lassen es sehr, sehr langsam angehen. Und nothing ist gefragt. Den ersten kann er problemlos machen, danach sofortiger Refrag. Und da kommt Beast to Fly zum Vorschein. 2 zu 1. Also, diesmal hat die Runde keine unerwartete Wendung genommen. Die Amerikaner müssen nochmal sparen. Gehe ich zumindest stark von aus. Das hat er definitiv nicht lange gelebt. Schönes Smoke von Sean Gass. Löscht den Molotow eigentlich ein bisschen. Was war das? Wie kann man denn nicht merken, dass die Füße im Feuer stehen? So. Schön gemacht von Hiko, trotz Aim Punch. Direkt mit einem zweiten Headshot hinterher. Die 3 zu 1 für Epsilon. Beide Frags von Hiko gemacht worden. Jetzt geht's in die erste Waffenrunde. Ich bin gespannt, was die Amerikaner hier jetzt zeigen. Also die Bootcamp-Situation, dass die 9 hier ordentlich nebeneinander sitzt, sollte eigentlich einen Vorteil für sie ergeben. Und Sean Gass, schönes Spray mit der M4. Epsilon hatte versucht, genau das gleiche wie in der letzten Runde nochmal zu machen. Also mittig im Kreuz hochgepusht. Und Unterzahlspiel auf Inferno, wenn man 3 gegen 5 antritt, so früh in der Runde, dann ist das eigentlich für die weitere Runde schon so gut wie ein Todesurteil. Flash Tempest geht ohne Frag hier an. Von lang, aber Nothing ist noch unterwegs. Pistole nachgesetzt, 2 zu 3. Schön gemacht. Der Amerikaner, der mittlerweile ja auch schon über 20 sein müsste.
Ich erinnere mich noch an die alten Zeiten, wo er mit 15 als super junges Talent gehypt wurde. Schon ziemlich lange dabei, obwohl er natürlich noch relativ jung ist. Jemand, der sehr dafür bekannt ist, sich über sein Aiming-Spiel zu definieren. Sehr, sehr starkes Aiming vor allen Dingen an den Tag zu legen. Sehr präzise. Sehr sauber. Erneuter Versuch von Epsilon. Auch dort wieder mittig, rechts und links gezielt. Und Sean Gers wieder mit dem Frag. Und unten in der Mitte, da kommt Shroud schon nachgezogen und er kann den Frag nicht setzen. Das wäre die Möglichkeit gewesen, die Runde hier dicht zu machen. So hat er die ganze Sache nochmal aufgerissen. Also für ihn gibt es da noch ein bisschen Nachholbedarf, was das Warm-up angeht, würde ich sagen. Wenn sie kurz durchgehen und an Hiko vorbeikommen, dann gibt es eine gute Möglichkeit, hier den Spot einzunehmen. Aber Sean Gers ist zur Stelle. 3 zu 3. Und bisher scheint die Deckung von Cloud9 ziemlich gut zu funktionieren. Bis auf den Ausrutscher natürlich in der zweiten Runde. Aber Sean Gers macht seine Sache richtig gut in der Action Zone. Das ist eine Position, die ich länger nicht gesehen habe. Sepp ist einfach unten an der Bank. Und das ist genau das, was ich meine. Unterschiedliche Spielstile. Das sieht man in Europa sehr, sehr selten. So Einzelaktionen in der Mitte. Natürlich blöd gelaufen, dass er den Frag überhaupt nicht setzen konnte. Und gegen Eko auch ziemlich riskant gespielt. Und trotzdem wird Cloud9 nicht auf, offensiv zu pushen. Oh, Scream. Ein Schuss, ein Kill. 4 zu 3. Das ist nicht unriskant, was die Amerikaner spielen. So offensiv zu gehen. Wenn die Situation es eigentlich überhaupt nicht erfordert. Die Amerikaner an, unten zu smoken. Zwei Smokes sind schon weg, auch Sampis hat seine gerade verworfen. Wurde für die Mitte verwendet. Das könnte natürlich bedeuten, dass Cloud9 hier wenig noch Spielraum hat. Sorry, wenig Spielraum hat, um da noch länger zu verzögern. Jetzt ist die letzte Smoke unten geflogen. Das heißt, ab ungefähr 45 Sekunden hat Epsilon freie Bahn Richtung B-Spot. Und es würde mich eigentlich wundern, wenn sie das nicht ausnutzen. Kleine offensive Aktion von Nothing wird direkt mit einem Frag belohnt. Und jetzt geht's rauf Richtung B-Spot. Keine Smoke mehr vorhanden bei Cloud9 und noch wenig Granaten, um dagegen zu arbeiten. Aber Shroud hat wenigstens Aiming. Und das beschert ihm hier die Runde für sein Team.
5:3 für Cloud9. Epsilon hat dann nicht richtig auf den Spot drauf gepusht, aber sie haben natürlich Shroud auch einfach nicht aus dem Y gefischt bekommen. Stronger ist in der Mitte. Auch nicht unriskant, was er da macht. Ist jetzt auf Backup angewiesen, aber das macht der gute Tempest. Das ist schön. Richtig schön. Gespannt, was Epsilon sich dagegen einfallen lässt. Also taktisch ist Cloud9 definitiv knackbar. Gerade was die was das Zeitmanagement mit den Smokes angeht, da entstehen Lücken. Was das Aiming angeht, sieht es eigentlich ziemlich ordentlich aus. Auch wenn das kein schwerer Frag war, den schon gestern verschossen hat. Hier habe ich da noch nicht so viel von Bistofly gesehen. Also jedes kann ja noch werden. Und auch da wieder so eine kleine Lücke entstanden, die Samphis einfach ausgenutzt hat. Dieses scheinbar zufällige Offensivgehen in der Mitte. Das scheinen die Amerikaner ganz gut drauf zu haben. Das schon erst wieder mit dem AWP-Shot, den er nicht gesetzt hat, obwohl er nicht sonderlich schwer war. Scream jetzt durch Richtung Spot. Das ist die Möglichkeit für Epsilon, die Runde zu holen. 1-4 Situation. Nothing. Das kann er eigentlich nicht mehr machen. Da müsste Epsilon schon definitiv die Möglichkeit geben. 6-4. Schöne Runde von den Franzosen. Wie gesagt, Lücken bei Cloud9 sind definitiv vorhanden. Und das haben sich Franzosen gerade schön gemacht. Den Refrag in der Mitte, der war natürlich von Samphis selbst provoziert. Dann 1-1 getauscht, war nicht so optimal. Ins Geld reinschauen, solange die Runde sich hier noch aufbaut. Also ich denke mal, dass Cloud9 nächste Runde noch kauft, wenn sie diese verlieren sollten. Wäre natürlich optimal, wenn sie eine Waffe durchbringen. Oder im besten Fall sogar zwei. Klar, Runde holen natürlich immer noch besser. Ich spiele nur gerade im Kopf die Möglichkeiten durch. Bei einer Waffe könnte man auf jeden Fall dann nachkaufen. Zwei gesavte Waffen wären sogar full equip. Ja, und ich hoffe, dass der arme Bistofly jetzt hier nicht auch noch mal angegriffen wird. Vielleicht nicht so ganz drin in der ganzen Geschichte, dass er noch keine VPN zu solchen Geschichten hat. Epsilon rauf Richtung SWAT. 8 Sekunden auf der Uhr, haben sehr, sehr lange gewartet. Und jetzt heißt es eben, diese beiden Waffen durchbringen. Und dann könnte man vernünftig kaufen nächste Runde. Stattdessen entscheidet sich Cloud9 hier noch anzugreifen. Wissen, dass da einiges an Schaden verursacht wurde an den verbleibenden Franzosen.
Und er könnte es noch machen. Der Molotow reicht nicht ganz bis in die Ecke. Und das könnte sein Untergang sein. Denn Samvis verlässt sich natürlich darauf, dass der Molly ihm da Sicherheit gibt. 6 zu 5. Jetzt wird natürlich die Pause gecallt, um die Probleme von Bistufly erstmal in den Griff zu bekommen. Da geht der Ping auch schon wieder runter. So, jetzt geht's weiter. 6 zu 5 der Spielstand. Und Cloud9 hat dann dementsprechend einfach Farmers gekauft. Eine Minute 5. Smoke kam von lang nachgeflogen. Samphis hat ihn. Nein, Samphis war es nicht. Wer hat die Smoke geworfen? Vermutlich Hiko. Auch der hat noch eine Smoke. Kam nicht die Smoke von lang oder hat er die selber geworfen? Egal, spielt keine Rolle. Auf jeden Fall ermöglicht ihnen das noch ein bisschen nachzuziehen. Kann eigentlich nur von. Vom A-Spot gekommen sein. Nein, hat auf jeden Fall den B-Spot gut dicht gemacht. Für Epsilon gibt es eigentlich keine Möglichkeit durchzubrechen. Dementsprechend versuchen sie es auf den A-Spot. Über Action. Bistufly. Jetzt kommt das Spiel. Und im Sandkasten sind es noch Sean Gers. Den haben sie jetzt gefunden. Ganz wichtig, dass er da keinen Schaden mehr anrichtet. Und so scheint Cloud9 auch diese Runde abgeben zu müssen. Und dann steht es 6 zu 6 und sie müssen vermutlich in die Eco. Ich nehme nochmal einen Headshot gegen SF rein, aber der hat Glück gehabt. 6 zu 6 der Ausgleich und wie gesagt, kein Geld bei den Amerikanern. Tja, und was sehen wir? Die Franzosen auf Inferno einfach stärker momentan. Der Bootcamp-Faktor leider nur relativ. Uzi. Nochmal Uzi, da wäre mehr möglich gewesen. Ich würde sagen, das Fazit für die Leistung von Cloud9 ist eher so nicht schlecht, aber nicht genug, um ein Team wie Epsilon zu schlagen hier. Müssen sie noch eine deutliche Leistungssteigerung hier im Rest der Map an den Tag legen. 6 zu 7. Epsilon damit in Führung. Und Inferno ja in den allermeisten Matchups relativ CT-lastig. Also 8-7, 9-6 sind so normale Ergebnisse. Und eine Führung auf der Terrorseite für die Franzosen ist für sie ein gutes Omen, was diese Map angeht. Natürlich nur Best of One, also ein Mapper. Schöner Move. Wenn er jetzt noch zurückkäme, das wäre die Möglichkeit gewesen, sich zurückzuziehen. Dann so Kleinigkeiten, die können einen unter Umständen die Runde kosten, wenn man das so oft macht. Hat zwei Frags gemacht, wäre er noch zurückgekommen, hätte er alles richtig gemacht.
So ist er relativ unnötig gestorben. Und bei... Oh, schön von der Ring. Also die Runde damit dicht gemacht. Und ausgeglichen. Vielleicht sehen wir ja doch noch 8-7. Ja, und im Winner Bracket Finale, da steht natürlich Nip schon bereit, um auf den Sieger dieses Matches zu warten. Im Law Bracket, die, muss man ja leider sagen, sehr schwach gezeigten Planet Key Dynamics von heute. Haben sich nicht sehr stark präsentiert. Also wäre eine Niederlage in diesem Match definitiv kein Weltuntergang für beide Teams. Eine Minute. Epsilon legt sehr viel Wert darauf, die Mitte unter Kontrolle zu haben. Hat Scream ordentlich verschätzt. Das ist Sampis scheinbar eigenartiges Markenzeichen, dass er in der Mitte, für mich zumindest auf den ersten Blick, etwas random hier die Positionen absucht. Nothing wurde dann nicht gesehen. Epsilon schaut nur dürftig da rein, kann den zweiten Frag setzen. Und die Gegenflashes haben auch gesessen. Strong Guess. Ja, oh. Und das sieht stark nach 8-7 aus. Das wäre dann durchaus ein normales Ergebnis mit leichtem Vorteil für Epsilon, würde ich es momentan beschreiben. Der GMX noch nicht fertig. Also, 8-7 Halbzeitspielstand. Die Amerikaner, ich würde es am besten beschreiben mit okay, aber ich hatte mir ein bisschen mehr erwartet. Und noch ist es nicht vorbei. Und Epsilon eigentlich mit nicht unerwartet starker Leistung. Beastofly hat sich auch ganz gut eingefunden ins Team. Sah nicht so schlecht aus. Tja, und wir haben bei Knochen, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, Knochen hat zwischenzeitlich über 21.000 Zuschauer gehabt. Holy moly, sag ich da nur. Ja, auf der Page steht jetzt 22.500. Also, könnt ihr nochmal alle kurz zwischenzeitlich parallel dazu vielleicht seinen Stream aufmachen. Vielleicht kriegen wir den Rekord noch ein kleines bisschen höher gepusht. Ist auf jeden Fall ein neuer Viewer-Rekord für uns. ...25.000? Also ich weiß, bei uns im internen Channel, da werden regelmäßig Screenshots gemacht. 24.067 ist der höchste, den ich bisher gesehen habe. Twitch.tv/99damage ist der Stream vom Knochen. Also Epsilon wird noch jemand neu starten, also habt ihr kurz die Gelegenheit, da nochmal den Peak ein bisschen höher zu pushen. Auf geht's. Macht mich stolz, Jungs. Auch nur, weil Knochen der geilste Caster überhaupt ist. Das würde ich sogar so unterschreiben.
24.840. So, wir vergessen natürlich nicht, dass auch hier ein Match läuft. 8:7 der Halbzeitspielstand. Da hat jemand eine Granate fallen lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so geplant war. Amerikaner versuchen es Richtung lang. Mal schauen, ob sie sich hier ein bisschen besser anstellen. Scream, schöne Headshot. Scream, was ist denn hier los? Das war nicht Scream, aber trotzdem. Richtig dicke Headshots hat es gehagelt. Der Franzose klickt sich hier wieder durch. Und damit die First Round. Absolut keine Chance für die Amerikaner. Holy moly, Scream mal wieder in Form. Habe ich fast ein bisschen vermisst. Und Cloud9 hat sich lieber entschieden, ein paar Granaten zu kaufen. Eine Smoke natürlich für die zweite Base. Sie wollte in Richtung B-Spot gehen. Das ist von Anfang an klar gewesen. Ja, und Scream hat jetzt ein bisschen Blut geleckt. Da klickt er sich nochmal zwei Frags. Und Nothing. Let's verbleiben. Spots. 9:8 für Epsilon. Eine Eco-Runde heißt es für die Amerikaner noch zu spielen. Nothing und Sean Gers ein bisschen oben im Scoreboard. Dann mit einer kleinen Lücke der Rest des Teams. Und ungefähr so wirkte das auch. Sean Gers hat eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht in der Action Zone. Und Nothing einfach nur stark momentan. Oh, bei Uzi hat sie direkt geklingelt. Und wir sehen, wie der Schrecken ihn sofort veranlasst hat, sich zurückzuziehen. Sekunden und ich denke mal, Cloud9 wird gleich auf den A-Spot gehen. Alles andere wäre hier überraschend. So langsam fehlt ihnen auch die Zeit, um noch effektiv verschieben zu können. GameX hat nur die CZ in der Hand. Und jetzt geht's Action rum. Base to Fly und GameX sind gefragt. Uzi geht down. Die Amerikaner sind auf dem Spot. 2-gegen-2 Situation. Schöner Push und die Franzosen haben dann nicht unbedingt so glücklich ausgesehen. Auch wenn sie Bombe nicht mehr legen konnten. Erfolgreiche Eco-Runde für das Team von Cloud9, das muss man auf jeden Fall so sagen. Und gerade wenn der Gegner CT ist, ist es sehr, sehr wichtig, die Portemonnaies der Gegenspieler ein bisschen klein zu halten. 2000, 2800 und zwei Spieler, die sogar komplett pleite sind. Hier wieder Mitte-Angriff.
3 gegen 3. 2 gegen 3. Der letzte Verbleiben des Uzi. Und die Bombe, die ist noch an der T-Treppe liegen gelassen. Also Cloud9 hat nicht damit gerechnet, dass hier so viel Gefecht abgeht. Und Scream. Das sieht so einfach aus, wenn man ihm zuschaut. Da ist ein Gegner, ich schieße den mal eben um. Scream. Oh, der hätte fast den zweiten Frag auch noch gemacht. 9 zu 10, das ist die Runde für Cloud9. Also, der Belgier ist absolut on fire heute mal wieder. Und die CT-Seite auf Inferno, das ist seine Time to Shine, das ist seine Lieblings... Ich weiß nicht, ob es wirklich seine Lieblingsgeschichte ist. Auf jeden Fall sieht man hier ihn immer und immer wieder ausrasten als B-Supporter. Geht Cloud9 rauf und alle Spieler von Epsilon haben sich vorsorglich ein Stückchen verschoben. Schöner Headshot nochmal von SF. Und auch GMX pusht da durch. Er wird gerade am Messern gehindert. 1 gegen 2 Situation. Da sind Cloud9 schön in die Gülle gelaufen. Epsilon hat sehr, sehr schnell reagiert und haben sich Amerikaner zu viel Zeit gelassen. Und so schnell kann es gehen. Gerade auf Inferno natürlich die CZ. Durch den vielen Nahkampf, durch die vielen engen Räume. Unglaublich gefährlich in der Hand von aimstarken Spielern. Angefaked. Und Sean Gass denkt sich, da ist kein Diffuse-Kit vorhanden. Macht er gut, jetzt hat er seine Situation genutzt. Da kommt Uzi von der Seite. Aber das schafft er nicht mehr ohne Diffuse-Kit. Das weiß er auch. AK wird gesaved. Trotzdem, Epsilon mit einer erfolgreichen Eco-Runde. Aber schön gemacht von Sean Gass. Ja, wir sind mittlerweile bei 28.000 angekommen, glaube ich. Und bei Knochen, da steigt es und steigt es. Da wird auf jeden Fall bald eine Party gefeiert bei uns. Ich hoffe, ihr habt alle Multi-Twitch an und schaut bei ihm auch noch zu, um den Peak so ein bisschen noch zu pushen. Uzi. Das ist natürlich eine Position, an der man nur begrenzt wegkommt. Die Smoke trägt ordentlich dazu bei, aber jetzt sind schon die Jungs von Cloud9 über kurz unterwegs. Und das war ein wichtiger Frag von Scream of Lang. Denn der hat den Jungs den Druck aus dem Sandkasten genommen. Und 2 gegen 3 Situation. Wieder Scream mit den entscheidenden Impulsen hier in den Runden. SF. Er sieht so aus, als hätte er die Sache hier komplett unter Kontrolle. Wird schon abgezielt von Zempis und schöner Headshot. Unglaublich wichtig, dass er seinen Mate hier beim Legen deckt. Hat schon genau in die richtige Richtung geschaut. Und das macht die Runde hier tatsächlich nochmal auf. Beide Spieler von Cloud9 jedoch low, das heißt leichter Vorteil für Epsilon. Aber die Bombe, die tickt gegen sie.
Hier wird direkt der Versuch gestartet, durchzuziehen. Und das macht er eiskalt durchdiffused. Schöne Runde von Epsilon. Und Scream kann sogar noch den Frag setzen. 11 zu 10. Pause-Call von Epsilon. Schade, schade. Ich würde gerne bei Knochen reinschauen und sehen, wie ihm das hier bekommt. Geht steil auf die 30.000 Zuschauer zu. Oh je. Und da kommt das böse Wort. Bitte nicht, Leute. Bitte nicht. Und da ist Chemix raus. Das ist auf jeden Fall mein Hasswort des Jahres. So. Ups, sollte kein Permaban werden. Aber den Timeout hast du definitiv verdient. Doch du, also ich sehe das hier überhaupt nicht ein, dass einige Leute meinen, sie könnten einfach das auch noch positiv sagen. Hier, sowas kommt auch weg. Jetzt muss ich meinen Chat ein bisschen aufräumen. Benehmt euch. Holy shit. Jo, Leute, was ist denn los mit euch? Also, so Sachen wie yay, super DDoS und sowas toleriere ich im Chat überhaupt nicht. Das ist die Seuche und da gibt's überhaupt keinen Grund, sich darüber zu freuen, nur weil eure scheiß Skins da dran hängen. Also da steht's mir echt bis hier. Jetzt warten wir darauf, dass es hier gleich weitergeht. Mal schauen, wann GMX wieder auftaucht. Wie gesagt, ihr könnt so lange natürlich, wenn ihr wollt, beim Knochen reinschauen. Oder beim Herke, der braucht bestimmt ein bisschen Sympathie. Geht hier unter. Mit nur 1200 Zuschauern. Aber ich glaube, beim Knochen ist es richtig spannend. Penta gegen Alternate. Ah, da geht's in die Overtime. Also, schau beim Multi-Twitch am besten bei Knochen vorbei, bei 99 Damage. Da könnt ihr twitch.tv/99damage, da könnt ihr die Overtime noch sehen. Das scheint richtig spannend zu werden und wir wollen die 30.000er Marke dann doch noch knacken heute.
So, weiter geht's. Epsilon wieder vollständig. Auf Richtung B-Spot. Scream Down, der wahrscheinlich stärkste Spieler hier auf dem B-Spot. Aber auch mit den anderen Franzosen ist dort überhaupt nicht zu spaßen. Warum liegt er äußerst ungünstig? Cloud9 muss schauen, dass sie da noch rankommen. Hiko hat sie. Schnell weg. Wenigstens die Bombe in die richtige Richtung gedroppt. Und das war Shroud, der versucht hat, über lang die Verwirrung auszunutzen. Dann haben sie sich zu viel Zeit gelassen. Epsilon schon unten über die Mitte gepusht. Senf ist alleine, 11 AP. Schwierige Position, 12 zu 10. Epsilon Esports mit solider CT-Leistung und dann wieder die Pause. Das ist einfach zum Kotzen. GameX wieder mit unglaublichem Hyping. So macht das definitiv keinen Spaß. Uzi schon bereit zu verhandeln. Please stop DDoS, I give all my inventory. Ich befürchte, dafür wird sein Inventar nicht ausreichen. Uns bleibt natürlich hier nichts anderes übrig, als abzuwarten. Kleiner Zwischenstand. Penta gegen Alternate. Da steht jetzt 2 zu 1 offensichtlich. Für Penta. Also könnte das durchaus knapp werden für diese Overtime. Ja, und solch lange Unterbrechungen, gerade durch sowas, die sind dummerweise für beide Teams auch eine Katastrophe. Denn das wirft einen aus dem Spielfluss, das wirft einen raus, man sitzt lange rum, ist nicht mehr eingespielt, wenn das Spiel weitergeht. Und das ist für beide Teams nicht gut. Das verzerrt natürlich den ganzen Spielverlauf hier.
So, GMX ist wieder da. Also nochmal, Leute, es bringt da nicht viel, sich darüber noch da zu unterhalten. Wie, was, warum und wieso. Es ist schlichtweg so, dass die Spieler einzeln gedDoSt werden. Da können die Veranstalter nichts für. Die IP wird auch nicht öffentlich gemacht. Also die GOTY-VIP sollte eigentlich nicht öffentlich sein. Hier sind nur WKs da drauf. Und darüber kommt man auch nicht ohne weiteres an die Spieler-IPs ran. Das Einzige, was dagegen hilft, ist, wenn man es schafft, die IP zu verstecken. Und zwar vor den DDoSern. Das müssen die Spieler einzeln machen. Na, haben wir die 30.000er Marke geknackt bei Knochen? Das interessiert mich natürlich nebenbei auch ein bisschen. Also, ich glaube, das ist jetzt offiziell 30.000 Zuschauer geknackt. Ja, das nämlich, wenn das nicht mal ein Rekord ist, Leute. Ich habe vor ein paar Monaten noch, habe ich irgendwie was mit 6.500 aufgestellt. Und jetzt sind wir bei 30. Knochen auf twitch.tv/99damage. Könnt ihr euch am besten per Multi-Twitch oder so anschauen, wenn ihr noch mit drauf wollt. Versuchen gerade den Rekord so ein bisschen noch zu pushen. Hat natürlich ein kleines bisschen auch den Ehrgeiz geweckt, mal zu schauen, wie hoch kann es gehen. Overtime, richtig spannend. Oh, und jetzt hat Penta offensichtlich gewonnen. Also. Penta offensichtlich in der Overtime 4 zu 3. Ah, nein, Schmarrn, nichts gewonnen. Das ist immer 5. Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Steht 4 zu 3 in der Overtime. Kein Wunder, dass das so spannend ist und dass die Zahlen noch weiter steigen. Also bei mir auf der Page steht jetzt 31.250. Also, nicht von mir verwirren lassen. Penta hat nicht gewonnen bisher, sondern. Steht 4 zu 3. 6 Runden braucht man natürlich. Timelord, sorry. Das ist natürlich auch noch ein guter Zufall, dass da die Overtime so knapp wird. Während wir hier nur darauf warten, dass die Probleme mal behoben werden. Hohoho. 4 zu 4 steht sie gerade.
Leute, auch hier im Chat bitte nicht spoilern. Also nicht mehr als bei Knochen auf dem Stream zu sehen ist. Unpause funktioniert scheinbar nicht. Fünf zu vier wohl für Panther. Ich denke, jetzt wird es richtig interessant. Auch der E-Board schaut bei Knochen, ganz klar. Sehr schön. Die Admins gucken bei Knochen, jeder schaut bei Knochen zu und keiner kümmert sich mehr um unser Spiel hier. Ah, jetzt geht's aber doch weiter. Freestyle Pause has been cancelled. Ja, und Panther hat tatsächlich gewonnen. Kirchen Alternate in der Overtime. GG. Dann haben wir wieder volle Zeit, uns hier auf dieses Match zu konzentrieren. Und wenn wir das Ganze jetzt hier ordentlich durchkriegen und es keine weiteren Unterbrechungen gibt, dann könnte das tatsächlich nochmal interessant werden. Backup bekommen, selbst ein bisschen versprayt. 13 zu 10. Die Eco-Runde ordentlich überstanden. Und jetzt geht's in die nächste Waffenrunde für Cloud9. Und wenn wir ins Geld schauen, dann reicht das nicht unbedingt, um nächste Runde nochmal komfortabel kaufen zu können. Also sollten sie sich doch sehr, sehr bemühen, die Runde jetzt hier zu holen. Ansonsten hat Epsilon gute Chancen, die Sache hier dicht zu machen. Im Hausmeister, da steht noch Uzi. Sampis war alleine da oben, hatte niemanden bei ihm, der einen Refrag hätte machen können. Und so konnten die Franzosen wieder in die Überzahl gehen. Sekunden auf der Uhr. Jetzt so langsam müssen die Amerikaner sich dann mal entscheiden. Klar, einen direkten Go kann man auch bei 20 Sekunden noch spielen, aber wenn sie hier noch ein bisschen taktieren wollen, ich denke, das werden sie müssen, gegen 4, dann sollten sie sich nicht allzu viel Zeit lassen. Kurz gibt es auf jeden Fall schon mal Chicken Wings. Jetzt werden die beiden Epsilon-Spieler im Sandkasten eingekesselt, aber es sind nur noch 20 Sekunden auf der Uhr. Und wenn hier noch was schief geht, wenn die Bombe auf dem Spot down ist, dann könnte das richtig gefährlich werden. Da kommt die Action Zone nach. Schöner Fact nochmal von Hiko. Ermöglicht seinem Teammate zumindest hier die Chance auf die Runde, aber 13 zu 10 wird 14 zu 10 Epsilon mit dieser so wichtigen, entscheidenden Runde. Die gelegte Bombe sollte Cloud9 auf jeden Fall dazu verhelfen, halbwegs zu kaufen. Aber es ist jetzt natürlich
etwas wenig Equipment, was die Amerikaner dort parat haben werden. Wir sehen da Chaos durch die Bank und dann zwei Smokes, zwei Granaten. Das war's. Cloud9 möchte es über die Mitte versuchen. Und Scream! Also Scream sorgt auf jeden Fall dafür, dass die Amerikaner direkt demotiviert werden. Der erste Schuss kam da reingeflogen. Hat sofort einen ihrer Mates zerlegt. Unten in der Mitte ist schon SF offensiv. Der hat die Banane komplett ausgeschlossen. Die Amerikaner spielen sehr langsam. Das könnte ihnen jetzt gleich richtig zum Verhängnis werden. Einfacher Frag natürlich. Hat sich extra Zeit genommen. Beast to Fly noch am Spot. Close. Und SF. Beast to Fly. 15 zu 10. Und das war doch die letzte... So, der letzte Versuch für Cloud9 nochmal. Jetzt müssen sie sich was anderes überlegen. Diese langsamen, schleichenden Geschichten Richtung A-Spot, die funktionieren hier einfach nicht. Und taktisch die Franzosen einfach überlegen, das muss man so sagen. Also sollte sicherlich ins Kinderzimmer fliegen, hat aber lustigerweise genau deswegen Schaden gemacht, weil sie daneben ging. Genau, schon jetzt kann den Hit wieder nicht setzen. Citybase kann beide Frags machen, das ermöglicht seinem Team hier vielleicht nochmal die Hoffnung auf die Runde. 30 Sekunden auf der Uhr, jetzt müssen sie sich genau überlegen, was da passiert. Wieder überrotiert. Bomb in der Mitte down. Und das sollte die 16. Runde sein, da geht er down. 16 zu 10, der Pause-Call von Epsilon.